Hallo zusammen und willkommen zurück. Wir basteln immer noch an einem fexgeweihten Söldner für den Nandorian Adventskalender. Und nachdem wir letztes Mal über das Konzept gesprochen haben, geht es jetzt an die DSA 5 Charaktererschaffung. Nochmal kurz zusammengefasst, wir haben gesagt, einen fexgeweihten Söldner aus den Tulamidenlanden, um genau zu sein aus Versaar, mit dunklen Haaren und Augen, wettergegerbter, verbrannter Haut, einer Lederrüstung, zwei Säbeln, einem Amulett, der ein Kämpfer ist, aber auch Seelsorger und gesellschaftlicher Charakter und Anführer. Gerade diese letzten Punkte sind natürlich jetzt für unsere Werte sehr wichtig, aber gehen wir die Charaktererschaffung einfach mal Schritt für Schritt durch. Dafür habe ich hier das DSA 5 Grundregelwerk und das Kompendium offen. Ich weiß noch nicht, ob ich irgendwas aus dem Kompendium tatsächlich nehmen werde, aber zumindest das Grundregelwerk werden wir auf jeden Fall brauchen, denn als allererstes müssen wir uns natürlich bei der Heldenerschaffung überlegen, welchen Erfahrungsgrad wir spielen wollen. Erfahrungsgrad erfahren ist ein Klassiker, durchschnittlich ist ein bisschen darunter, Kompetenz ist ein bisschen drüber. Wir starten einfach mal mit erfahren, das sind die meisten Runden spielen sowieso damit. Das sind dann 1100 Abenteuerpunkte. Wir haben als höchsten Eigenschaftswert 15, höchsten Fertigkeitswert 10, höchste Kampftechnik 12, maximal 100 Eigenschaftspunkte und maximal 12 Liturgien. Das schreibe ich mir mal nicht auf, das weiß ich inzwischen nämlich auswendig. Als allererstes gucken wir uns mal die Spezies an. Spezies ist ganz einfach, das ist ein Mensch, also Tyramide, Mittelländer, das kostet uns nichts. Damit haben wir schon ein paar Basiswerte. Lebensenergie 5, Seelenkraft minus 5, Zähigkeit minus 5, Durchwendigkeit minus 6, Quatsch, Geschwindigkeit 8, minus 6 wäre lustig. Und eine Eigenschaft auf plus 1. Genau, das ist dann ein Maximum einer Eigenschaft auf plus 1, dann nämlich schon mal die Gewandtheit. Die will ich auf jeden Fall auf 15 steigern, denn wir haben ein Konzept, das weithändigen Kampf verwendet. Und da ist so ein gewandter Kämpfer gar nicht so dumm. Dann kostet das Ganze keine Abenteuerpunkte, also weiter geht's mit der Kultur. Bei der Kultur, wir sind aus Versaar, brauchen wir also, wo haben wir es? Novadis, nein. Südaventuria, nein. Manadistani, das ist, glaube ich, am dichtesten dran. Dann gucken wir mal Manadistani, was das kostet. Das heißt, wir haben hier erstmal minus 28 für den Manadistani. Und müssen ein paar Talente abschreiben. Und zwar Brett und Glücksspiel 2. Gassenwissen 2. Geschichtswissen 1, das passt auch alles bis jetzt ganz gut zu dem Konzept. Götter und Kulte 2, Handel 2, Magiekunde 1, Sagen und Legenden 2, na? Und Überreden 1. Ich sortiere es schon mal so ein bisschen. Körperlich haben wir nicht dabei, Gesellschaftstalente haben wir aber ein paar. Dann Wissenstalente und ein Handwerkstalent. Was kommt als nächstes? Das war die Kultur. Wir haben für sie bezahlt. Eigenschaftspunkte verteilen. Ich habe eine Eigenschaft auf 15, ich möchte Gewandtheit auf 15 haben, das heißt, ich nehme mir das Paket mit 100 Eigenschaftspunkten und einer auf 15. Das kostet 555 Abenteuerpunkte. Für 100 Eigenschaftspunkte davon eine auf 15. Ja, wenn ich Gewandtheit 15 habe, was kann ich dann noch machen? Hier ist die Tabelle. Ich möchte eigentlich ein Konzept ohne Achter, aber so eine 9 und eine 10 kann dabei sein. Ich nehme mal diese E-Spalte. 15, 14, 14, 14, 12, 12, 10, 9. 15, 14, 14, 14, 12, 12, 10, 9. Und weil ich einen Fixgeweihten bauen möchte, der kein klassischer Dieb ist, kommt die 9 auch direkt auf die Fingerfertigkeit. Der kann einfach nicht so gut mit den Fingern wackeln. Er ist auf jeden Fall sehr mutig,
Das ist für einen Anführer wichtig, wenn man irgendwie dann die Leute im Zweifel in der Schlacht anführen soll oder eben nicht erstes, der wegrennt. Er ist auch sehr intuitiv und er ist auch kräftig als Kämpfer. Dann braucht er natürlich eine hohe Konstitution. Na, ich schreibe es jetzt immer aus Versehen aus. Dann haben wir noch Charisma und was haben wir noch? Klugheit. Das heißt, machen wir es erstmal so rum. Ist ja nicht so klug. Aber ein bisschen charismatischer. Ja, jetzt werfe ich mal einen Blick auf diese Punkte. So ganz zufrieden bin ich dann auch nicht. Ich würde mich schon gern ein bisschen klüger machen. Vielleicht mache ich ihn dann etwas weniger mutig. Das ist sowieso eher ein Gegenteil. Charisma 12 für einen gesellschaftlichen Charakter ist wenig. Könnte einfach noch einen von Intuition runternehmen. Und dann könnte ich noch überlegen, wie mache ich es hier? Naja, doch, er ist sehr stark. Ja, ich mache mal das etwas ausgeglichener. Gleiche Konstitution wie Körperkraft. Da ich nur Punkte verteilt habe zwischen Werten, die alle unter 15 sind, ändert sich damit auch nichts bei den Abenteuerpunkten. Und wir haben die Eigenschaften verteilt. Als nächstes müssen wir eine Profession wählen. Und bei der Profession haben wir jetzt ein bisschen das Problem, dass es ja den Fecksgeweihten gibt und den Söldner, aber das, was wir spielen, nicht so wirklich in beide Richtungen passt. Ich bastel mal beginnend beim Fecksgeweihten herum und kann dann ja noch alles ändern. Wo finde ich denn jetzt? Profession, Geweihten, Profession, Seite 154. Ich gehe mal direkt auf 156. Pirane, Geweihter. Danach kommt schon der Fecksgeweihte. Der ist ziemlich teuer, 304 Abenteuerpunkte und das ist noch nicht alles. Denn er braucht ein paar Voraussetzungen, die man noch extra kaufen muss. Stehen die beiden Voraussetzungen, nämlich Gewa Vorteil Geweihter für 25. Sonst wäre das auch als Geweihter etwas blöd. Dann Prinzipientreue Fexkirche, sein Nachteil. Prinzipientreue Level 1. Und bringt deswegen 10 Abenteuerpunkte. Dann haben wir die Verpflichtung 2 gegenüber Tempel und Kirche für 20 Abenteuerpunkte. Und eine Sonderfertigkeit Tradition Fexkirche für 150, das ist das teuerste an der ganzen Sache. So, dann kommen wir schon zu den Sachen, die schon gekauft wurden, nämlich Sprachen und Schriften für insgesamt 8 Abenteuerpunkte. Da beginnen wir erstmal mit dem einfachsten. Wir haben eine Muttersprache, die ist umsonst, die kommt sozusagen mit der Kultur. Wir haben nämlich dann Sprache Tulamidia 3 für umsonst. Da muss man natürlich auch Gareti kennen, Gareti können. Und dadurch, dass der schon häufig umgekommen ist, gebe ich ihm das auch gleich mal auf 3. Das kostet dann 6 Abenteuerpunkte von den 8. Und für 2 reicht, die letzten 2 reichen dann, glaube ich, noch genau für die Schriftzeichen Tulamidia. Da werden wir auf jeden Fall noch weiter investieren müssen, denn als Fex-Geweihter ist irgendwie so ein bisschen Attack oder Füchsisch oder so ganz schlecht. Und die Kustika-Zeichen lesen zu können, ist für jemanden, der mit verschiedenen Auftraggebern verhandelt und Verträge unterzeichnen muss, auch eine gute Geschichte. Aber erstmal wäre ich hier bei der Profession. Dann haben wir die Kampftechniken, Dolche auf 10. Auch da wird noch einiges hinzukommen müssen. Und dann die Talente. Dann schauen wir doch mal, was wir da alles mitbekommen haben. Na. Klettern auf 4, immer ganz praktisch. Körperbeherrschung auf 4, auch gerade im Kampf für so einen gewandten Kämpfer. Selbstbeherrschung nur 2, das sollte für einen Kämpfer eigentlich auch noch ein Ticken höher sein. Für Sinnesschärfe 5, das ist fast schon zu hoch. Taschendiebstahl 3, brauche er eigentlich auch nicht in der Rolle, die er hat. Verbergen 5. Ja, doch, das schon, weil sollten ja doch häufiger auch mal unauffällig unterwegs sind. Und dann kehren und
überzeugen. Etikette. Na, Gassen ist noch ein Bonus. Der ist noch klein genug, dass wir nicht nachrechnen müssen, weil erst ab über 10 kostet es extra. Menschenkenntnis, sehr wichtig. Überreden und Willenskraft, auch für einen Geweihten extrem wichtig. Und auch für einen Anführer natürlich. Dann kennt er sich ein bisschen mit den Sternen aus, was sich in einem Orientierungstalent von immerhin 3 widerspiegelt. Und dann gibt es noch ein bisschen Wissen. Geschichtswissen, immer praktisch. Natürlich jede Menge Götterkulte. Das ist jetzt schon fast zu hoch dafür, dass er ja kein Spezialist ist, sondern mehr so ein heilkundiger Seelenklempner. Naja, oder die Seelenklempner, aber ein Seelsorger, der eigentlich mehr sich um die Ängste und Nöte der Leute Gedanken macht, als um irgendwelche okkulten Theorien dahinter. Mechanik 3, das fliegt vermutlich sofort wieder raus, weil es in das Konzept gar nicht reinpasst. Rechnen 6. Ein bisschen Rechnen braucht er, um die Verträge vernünftig machen zu können, aber ob es so viel ist, wissen wir noch nicht. Rechtskunde 3 braucht er dann natürlich auch. Sagen die Legenden nochmal 3. Auch nicht schlecht. Und Sternkunde 4. Einfach weil Fex geweihter. Dann haben wir Handwerkstalente, nämlich jede Menge Handel. Nochmal 6, das ist sehr praktisch für ihn. Und Schlösserknacken 3, das wird vermutlich auch wieder rausfliegen. Dafür muss da auf jeden Fall noch Heilkunde Seele dazu. Dann haben wir ein paar Liturgien. 12 Segnungen. Den Fall ins Nichts. Nicht auf 0, sondern auf 5. Lautlos. Mondsicht. Objektsegen. Und Wiesel. Flink, was glaube ich, was von den Liturgien, die es für die Fexkirche in DSM 5 bisher gibt, die ist, die am meisten mit Kampf zu tun hat. Deswegen wird die auch ziemlich sicher dabei bleiben. Ja, sonst kriegen wir glaube ich nichts von ihm. Es gibt hier unten noch Variationen, aber die schaue ich mir jetzt gar nicht an, weil das sind alles so Klassiker, Beutelschneider, Händler, Fassadenkletterer. Mit denen will ich nichts zu tun haben für dieses Konzept. Stattdessen suchen wir uns jetzt mal den Söldner raus. Das ist eine weltliche Profession. Ich versuche mal 435, nee, noch nicht ganz. Ritter, Seefahrer, Söldner. Und wir schauen mal, was wir hier noch alles klauen können. Der kostet insgesamt 202 Abenteuerpunkte. Das ist vermutlich deutlich zu viel. Aber wir können natürlich dann einfach mal Sachen klauen und die dann auch direkt bezahlen. Los geht's mit Fertigkeit, Spezialisierung, Kriegskunst, Aufmerksamkeit, ja, finde ich beide nicht so berauschend. Belastungsgewöhnung ist aber ein Klassiker und kommt direkt hier hin. Ich mache mir gleich mal einen Notiz dran. Belastungsgewöhnung 1, dass ich die noch nicht bezahlt habe. Dann Wuchtschlag 1, schreibe ich auch erstmal dazu. Weiß nicht, ob er im Konzept drin bleiben muss, denn es wird hier wie gesagt ein beidhändiger Kämpfer und damit wird der Kampfteil schon teuer genug. Dann kommen wir zu den Kampftechniken. Armbrüste, Raufen. Raufen braucht er auf jeden Fall. Auch wieder unbezahlt. Eine Kampftechnik auf 10 und eine Fernkampfwaffe. Hier ist es Armbrüste, hier ist für den sollte es aber eher Wurfmesser sein, also Wurfwaffen heißt es, glaube ich. Und natürlich kämpft er mit Säbel, das heißt Schwerter ist in diesem Fall die Technik unserer Wahl. Die setze ich schon mal direkt auf 12, den Maximalwert, denn sonst ist es kein vernünftiger Kämpfer. Körperbeherrschung, Kraftakt. Kraftakt ist natürlich noch wichtig. Mal, damit es gleich schneller geht. Selbstbeherrschung schon auf 4 und Zechen. Zechen fehlt hier natürlich auch. Zechen ist zum Glück auch nicht so teuer in DSA 5. Dann Menschenkenntnis und Überreden haben wir schon. Orientierung, Wildnisleben. Ja, ein bisschen Wildnisleben wäre auch nicht dumm. Da
damit er sein eigenes Lager zumindest aufschlagen kann. Götterkunde und Kriegskunst. Kriegskunst fehlt natürlich. Sagen Legenden, Handel, Heilkunde Wunden und Heilkunde Seele. Und damit haben wir da, glaube ich, schon alles. Ja, dann gibt es unten noch Plinkler, leicht gerüstet, schwer gerüstet. Ja, das sind so kleine Details. Darüber denke ich dann nach, wenn ich die Details anpassen möchte. Dann gucken wir mal, wo wir gerade abenteuerpunkttechnisch stehen. Erst einmal mit dem, was wir hier oben haben. Rechner, öffne dich bitte. Danke sehr. Haben wir da noch übrig. Dann bezahlen wir mal alles, was wir hier noch stehen haben. Ja, wobei, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Schrift Akustiker Zeichen. Unbezahlt. Und auch eine Sprache Attack. Auf 2 unbezahlt. So, was kostet das alles? Belastungsgewöhnung. Da müssen wir jetzt mal in die Tabelle zu den Sonderfertigkeiten gehen. Aufmerksamkeit. Belastungsgewöhnung kostet 20 Abenteuerpunkte und benötigt Konstitution 13. Konstitution 13 haben wir schon. Das heißt, das kostet einfach 20 Abenteuerpunkte. Dann Wuchtschlag. Wobei Beiträge, Kampf können wir gerade mal schauen. Stufe 1 und Stufe 2 gehen beide auf Gewandtheit. Wir könnten also theoretisch gesehen beide schon haben. Ist aber relativ teuer, deswegen schreibe ich erstmal nur den Beitrag in den Kampf 1 für 20 Abenteuerpunkte auf. Und ich bin noch nicht mal sicher, ob wir den wirklich von Anfang an haben oder ob das etwas ist, was man sich dann noch später dazu kauft. Der Beitrag in den Kampf 2 für 35 Abenteuerpunkte ist jetzt auf jeden Fall schon mal viel zu teuer. Dann hatten wir noch Wuchtschlag und noch ein paar Sprachen, aber erstmal die Kampfsache. Wuchtschlag 1 braucht Körperkraft 13, wunderbar, haben wir auch, und kostet 15 Abenteuerpunkte. Und damit sind die ganzen Abenteuerpunkte auch schon fast verbraucht oder mehr als verbraucht. Und wir haben noch nicht alles hiervon bezahlt. Eine Sprache kostet, soweit ich weiß, 2 Abenteuerpunkte pro Stufe. Ich schaue aber sicherheitshalber nochmal nach, dann können wir auch gucken, ob wir die 8 Abenteuerpunkte richtig ausgegeben haben. Das ist an Sprachen und Schriften, das dürfte hier sein irgendwo. Hier stimmen Sprachen, genau. Kosten 2 Abenteuerpunkte pro Stufe, das heißt, das sind nochmal 4 Abenteuerpunkte. Dann die Schrift, Akustiker Zeichen. Müsste davor sein, genau hier, Schrift. Je nach Typ, da müssen wir mal nachschauen, was das für ein Typ ist an Schrift. Sicher irgendwie eine Liste. Ja. Die Akustiker Zeichen. Oh, sind wie die Tulamidia Zeichen A. Und A kostet 2 Abenteuerpunkte. Dann habe ich das bis jetzt hier alles richtig gemacht und muss die hier nur noch bezahlen für 2 Abenteuerpunkte. Und dann haben wir hier noch Kampftechniken und Talente. Da brauchen wir wieder jeweils die Steigerungsschwierigkeit. Und das finden wir auch wieder bei den Talenten irgendwo. Ich vermute mal irgendwo hier. Ist. Und da schreibe ich jetzt erstmal die ganzen Steigerungssachen auf, von denen, bei denen ich sowieso nicht weiß. Kraftakt geht nach B. Zechen geht nach A.
Wildnisleben geht nach C oder D. Das war ziemlich teuer. Nach C. Kriegskunst, glaube ich, nach B. Ja. Dann Heilkunde Wunden, das war auch sehr teuer nach D. Wow, und Heilkunde Seelen nach B. Das heißt, da müssen wir jetzt wieder jede Menge Sachen bezahlen. Gehen das einfach von oben durch. Kraftakt auf 3 kostet 6. Wildnisleben auf 3 kostet 9. Kriegskund auf 5 kostet 10. Und man sieht schon, wie die Abenteuerpunkte dahin schmelzen. Heilkunde Wunden auf 3 kostet 12. Die Werte werden kleiner, aber die Kosten werden höher. Und Heilkunde Seele kostet 12. Kostet das gleiche für den doppelten Wert. Ja, wo sind wir jetzt angekommen? Wir müssen ab hier noch alles drauf addieren. Minus 42, das ist schon mal schlecht. Dann sollten wir jetzt einfach schon mal anfangen, irgendwo zu streichen. Das kommen wir sowieso nicht dran vorbei. Ah, ich habe hier auch noch unbezahlte Sachen, nämlich Zechen auf 5, das sind 5 Abenteuerpunkte. Und die Kampftechniken, bei denen muss ich nochmal nachgucken, nach was sie sich steigern. Ich tippe auf C, C und D. So, schau mal. Raufen. Raufen geht nach B. Dann ist es, glaube ich, B, C, C. Ne, B, B, C, so rum. Wurfwaffen. So, Schwerter. Schwerter ist C, genau. Und dann Wurfwaffen müsste ja weiter hinten sein. Fernkampf. Irgendwo hier. Wurfwaffen B, genau. So. Das heißt B, B. C, aber wir bezahlen nur Werte über 6. Das heißt, das sind 4, 4 und 6. Also 8, 8, 18. Alles also auch wieder relativ teuer. Ja, vielleicht werden wir auch da noch mal kürzen müssen. So, aber jetzt haben wir, glaube ich, alles bezahlt. Ja, dann rechnen wir das auch noch mal kurz durch. Wir waren bei 1100 minus 28 minus 55 minus 204 minus 25. Minus 81. Das ist wenig. Am Ende sollte der ja möglichst eine Null stehen, etwa. Aber jetzt können wir erstmal gnadenlos rausstreichen. Alles, was wir nicht brauchen oder nicht ganz so sehr brauchen. Sonderfertigkeiten, Vor- und Nachteile, da können wir, glaube ich, nicht so viel machen. Kampftechniken fasse ich erstmal nicht an, will ich später vielleicht anfassen. Was haben wir denn hier? Sinnesschärfe. Sinnesschärfe, habe ich schon gesagt, kann ich massiv kürzen. Das setze ich mal auf 1. Das sind 4 Punkte weniger. Was bringt uns das? Sinnesschärfe ist ein Talent, das geht auf. Ich glaube, es war sogar D, vielleicht war es aber auch nur C. Schauen wir mal. Hier ist die Tabelle. Sinnschärfe geht nach D, genau. 4 Punkte nach D sind 16 Punkte.
1965. Dann Taschendiebstahl 3 fliegt komplett raus. Das ist nicht die Art von Jacks Geweihter. Vielleicht konnte er das mal, aber jetzt kann er es nicht mehr. Taschendiebstahl geht nach B, das heißt also 6 Punkte. Das gleiche gilt, wo ich es gerade sehe, auch für Schlösser knacken. Das geht, glaube ich, auch nach B, oder? Das geht sogar nach C, das sind also 9 Punkte. Wir bewegen uns hier rasant voran. Verbergen möchte ich ehrlich gesagt erstmal behalten. Kern überzeugen brauchen wir auf jeden Fall. Etikette, Gassenwissen, Menschenkenntnis, Überreden, Willenskraft. Ja, es ist alles irgendwie wichtig. Götterkulte können wir auf jeden Fall mal um 1-2 Punkte senken. Jetzt gehe ich mal auf 6, den Minimalwert beim Fixgeweihten sozusagen runter. Götterkulte geht auch nach B, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das sind also um 2 gesenkt, 4 Punkte. Rechnen ist für das Konzept wichtig und bringt sowieso nicht so viele Punkte, bleibt einfach mal so. Heilkunde-Wunden könnte man rausschmeißen. Ich gehe jetzt erstmal zu den Liturgien. Bei den Liturgien werde ich jetzt nämlich massiv kürzen, denn dieser Fixgeweihte ist ein Mann der Tat und kein Mystiker, der irgendwie groß herumkamalisiert. Daher schauen wir doch mal kurz in die Liste der Liturgien rein. Und zwar als allererstes nach lautlos. Weil für Söldner, das ist zwar nett, aber je nach Kosten schmeiße ich das vielleicht auch wieder ganz raus. Lautlos geht nach B. Ich schmeiße es mal raus. Das sind dann immerhin 12 Punkte. So. Die anderen lasse ich jetzt erstmal hier drin. Jetzt habe ich hier erstmal wieder ein gutes Grundgerüst, habe damit wieder viele Sachen ausgeglichen, die ich vorher durch die zusätzliche Profession reinbekommen habe. Schauen wir erstmal weiter bei der Heldenerschaffung. Da gibt es ja noch ein paar Schritte zu tun. Das letzte ist halt nur die Profession. Ja, Vor- und Nachteile kommen jetzt, glaube ich, als nächstes. Ja, Schritt 6, Profession. Schritt 7, Vor- und Nachteile. Da gehen wir doch einfach mal in die Liste rein. Und schauen, was sich hier so alles Schönes findet. Und ich würde sagen, wir fangen bei den Nachteilen an, weil wir brauchen gerade Punkte. Angst passt nicht so ganz, finde ich. Arm könnte er sein, aber es bringt sowieso kaum Abenteuerpunkte, deswegen mache ich das jetzt auch erstmal nicht. Artefakt gebunden. Geht sowieso nicht. Blind, behäbig, Farben im Blutrausch, das passt alles nicht so wirklich. Hässlich könnte man überlegen. Spreche jetzt nichts dagegen, ihn eher hässlich zu machen. Kälteempfindlich könnte er auf jeden Fall sein. Als Tulamide aus dem Süden, das schreibe ich also schon mal auf. Körperliche Auffälligkeit, nee, krankheitsanfällig, alles Magie, lichtempfindlich wäre natürlich witzig, aber passt, finde ich, auch nicht so sehr. Niedrige Kamalkraft, sowas in der Art, könnte ich mir ehrlich gesagt gut vorstellen, denn er ist jetzt nicht so der Mystiker, wie gesagt. Ich mache einfach mal ein interessantes Konzept und ich sage, ich nehme niedrige Kamalkraft 7 für 14 Abenteuerpunkte. Kostet dann 7 Karma-Punkte. Aber so ist das dann halt.
Persönlichkeitsschwächen, Arroganz für 10 Punkte. Ja, das hatten wir ja schon bei dem beim Hintergrund besprochen. Deswegen kommt das schon mal direkt dazu. Und damit haben wir wieder 24 Abenteuerpunkte dazu bekommen, sind schon bei minus 10. Arroganz, Eitelkeit, Neid, Streitsucht, unheimlich verwöhnt, Vorurteile, weltfremd. Nee, Prinzipientreu haben wir schon. Schlafwandler, schlechte Angewohnheit, wenn ich mich nicht täusche, haben wir da den Raucher dabei. Das heißt, das kommt auch schon mal dazu. Jetzt nur zwei Abenteuerpunkte, also aus der Sicht irrelevant, aber es geht ja auch bei den Nachteilen um das Flair. Schlechte Eigenschaft, Aberglaube für 5 Punkte. Oh, und ich glaube, ich habe die Kälteempfindlichkeit auch noch nicht reingerechnet. Ich rechne das gleich mal nach, aber ich glaube, wir sind jetzt bei 0. Schauen wir mal. Genau, null. Wunderbar. Was haben wir noch? Schlechte Regeneration, schwacher Kamalkörper. Das wäre natürlich auch ganz witzig, aber nicht in Kombination mit der niedrigen Kamalenergie. Das lasse ich also erstmal weg. Sprachfehler, Stigma, stumm, taub, unfrei, unfähig. Unfähig ist natürlich auch eigentlich immer eine ganz nette Sache. Verstümmelt, wahrer Name, zauberanfällig, zerbrechlich. Nee, das passt alles nicht so sehr. Theoretisch gesehen wären wir jetzt fertig. Wir haben 0 Abenteuerpunkte und wir haben alles an Abenteuerpunkten gekauft, was wir wollen. Aber jetzt kommt das Feintuning. Wir gucken auch nochmal durch die Vorteile und gucken dann nochmal durch die Sonderfertigkeiten, wenn wir irgendwas entdecken. Zum Beispiel sehe ich hier direkt beidhändig. Beidhändig kostet 15 Abenteuerpunkte, ist für einen beidhändigen Kampf aber auch extrem wichtig. Das heißt, das muss auf jeden Fall hier dazu. Dunkelsicht, nee, dafür haben wir eine Liturgie. Flink wäre natürlich witzig, aber wir können es uns nicht leisten, genau wie Fuchssinn oder Glück. Ja, es gibt viele Sachen, die man gut verargumentieren könnte, auch sowas wie hohe Zähigkeit oder dann Pragmatiker, aber als Geweihter. Aber alles leider zu teuer. Soziale Anpassungsfähigkeit übrigens explizit nicht, weil dieser Charakter eben nicht in den hohen Kreisen gut zurechtkommen soll. Hat auch deswegen keinen Etikettewert. Ja, damit haben wir da nochmal minus 15 aus Vorteilen und dann gehen wir zu den Sonderfertigkeiten. Und zuerst mal zu den Allgemeinen. Dann haben wir zum Beispiel Anführer. Anführer ist eigentlich ganz witzig für dieses Konzept, weil er, wie gesagt, Anführer ist und Überreden sowieso ein ganz gutes Talent für ihn ist, auf das er gewürfelt werden müsste. Aber der Bonus von plus 1 auf Attacke, Verteidigung und Fernkampf ist halt die 10 Abenteuerpunkte nicht wirklich wert, weil ich gebe meine Aktion dafür auf. Und meine Aktion kann ich, weil ich ja auch Kämpfer bin, deutlich besser selbst das machen. Deswegen fällt das auch weg. So was wie Dokumentfälscher, ja, passt einfach nicht zu dieser Art von Fexgeweihten. Eiserner Wille würde ganz gut passen, ist aber zu teuer. Füchsisch könnte er lernen, aber dann bräuchte auch noch Gassenwissen 8. Das hat er, glaube ich, nicht. Mal nachschauen. Und Gassenwissen war auch ziemlich teuer. Gassenwissen 6, ja, müsste ich 2 Punkte kaufen, das wird mir alles zu teuer. Lasse ich also weg. Keine Hehlerei, keine Rosttäuscher, keine Ortskenntnis.
Schmerzen unterdrücken könnte witzig sein, aber ja. Sprachen und Schriften haben wir zum Glück dann gedacht, Attac schon zu kaufen. Das passt also auch schon. Dann würde ich sagen, keine dieser Sonderfertigkeiten. Kommen wir zu den Kampfsonderfertigkeiten. Aufmerksamkeit, nee, Belastungsgewöhnung haben wir. Beidhändiger Kampf. Könnte ich ehrlich gesagt einfach wieder rausschmeißen. Ich habe es ja vorher schon gesagt. Ich weiß nicht, ob ich es mir leisten kann. Und jetzt stelle ich fest, nee, kann ich nicht. Ich bin bei minus 15. Beidhändiger Kampf 1 ist damit raus. Wir sind bei plus 5 Abenteuerpunkten. Und das kann man sich dann später noch dazu kaufen. Aber der Vorteil beidhändig reicht schon aus, damit er ein sehr guter Kämpfer mit zwei Säbeln wird. Und dann dank Mut 14 und die Attacke 14 wirft halt zweimal auf die 12. Da kann man sich wirklich nicht beklagen. Dann hier noch was. Finte, feindgespielter Kampf, Entwaffnen, einhändiger Kampf. Wuchtschlag haben wir uns schon gekauft. Wuchtschlag würde ich, glaube ich, auch behalten. Einfach weil es eine relativ praktische Fähigkeit ist. Ja, das waren die Kampffähigkeiten. Die Kamalen-Sonderfertigkeiten muss ich, glaube ich, nicht durchgehen. Da war noch nicht wirklich was Spannendes dabei. Ich könnte noch mal durch die Liturgien durchschauen, ob ich noch was lernen möchte. Aber stattdessen schaue ich noch mal durchs Kompendium. Vielleicht findet sich hier ja noch was Nettes. So. Kampfstile. Kampfstile sind auf jeden Fall zu teuer. Mit allem, was dran hängt, die gucke ich mir jetzt gar nicht an. Aber die Sonderfertigkeiten, da schaue ich nochmal durch. Vielleicht finden wir hier noch was Nettes Allgemeines. Abrollen, ja, könnte interessant sein. Archivar, Anpeitscher, Athlet, Bauchreden, Bootsbauer, Drohgebärde, Freiklettern, gestellter Wille natürlich. Kostet auch 5 Abenteuerpunkte, aber braucht Willenskraft 8. Ich glaube, die haben wir nicht. Wir haben Willenskraft 5, wenn ich mich nicht irre. Ja, Willenskraft 5. Kapellmeister natürlich auch alles hier nicht. Das passt alles nicht. Das war dein Liebling der Massen. Ah, zusätzliche Qualitätsstufen bei öffentlichen Reden. Provozieren könnte witzig sein, aber ist mir die Regel ehrlich gesagt einfach zu komplex und der Charakter soll jetzt keine Regeln haben, bei denen man stundenlang nachlesen muss, was man da eigentlich tut. Smooth hier Schnellschreiber. Alles nicht so wirklich passend. Schmiedefähigkeiten. Ah, Schicksalspunkt-Sonderfertigkeiten. Genau, da gab es eine, die ich ganz witzig fand. Und zwar Prophezeiung. Bei Prophezeiung kann man sozusagen Schicksalspunkte abgeben. Kostet auch genau 5 Abenteuerpunkte. Deswegen nehme ich das jetzt einfach mal. Es passt außerdem wunderbar zu diesem Seelsorgerkonzept. Hat keine Voraussetzungen, wunderbar, passt alles und leitet dann halt irgendwann zu dieser höheren Prophezeiung hin, die sehr, sehr gut sein kann. Okay, damit sind wir jetzt wieder auf 0 Abenteuerpunkten. Wir haben alle Sonderfertigkeiten, Vorteile und Nachteile durchgeguckt. Aus den Kamalen Sonderfertigkeiten, aber da ist wie gesagt nichts Spannendes dabei, das weiß ich auch so. Jetzt ist noch die Frage, ob wir bei den Talenten noch was hin und her schieben wollen. Schauen wir mal. Kampffähigkeiten, Schwerter 12 höher dürfen wir nicht. Das passt, der kann sowohl raufen als auch mit Dolchen umgehen, so ein bisschen, und er kann auch ein bisschen Wurfmesser werfen. Ja, damit bin ich zufrieden. Körper klettern 4, Körperbeherrschung 4, das sind alles so niedrige. Selbstbeherrschung ist halt noch die Frage, ist mit 2 relativ niedrig für einen Kämpfer? Nach was steigert sich das denn? Selbstbeherrschung geht nach D und ist damit genauso teuer wie Körperbeherrschung. Wenn dem so ist, dann mache ich doch einfach mal aus der Körperbeherrschung 4 eine Körperbeherrschung 3 und aus der Selbstbeherrschung 2 eine Selbstbeherrschung 3. Und schreibe mir schon mal die Ds dazwischen, dass ich mir die merken kann. Nach was geht Klettern? Nach B. Ja. Noch ein vierter Punkt Selbstbeherrschung wäre jetzt nicht dumm. Einfach damit man auch zwei Qualitätsstufen übrig behalten kann. Aber das muss gar nicht unbedingt sein, denn als Geweihter kann man ja den Glückssegen wirken und der ist da sehr hilfreich.
Menschenkenntnis 5 ist eigentlich schon ganz gut. Überreden 5, mehr braucht er eigentlich auch nicht, weil es ist, wie gesagt, eher ein Seelsorger als irgendwie der große Betrüger. Und mit Überreden 5 kann er sich zumindest einigermaßen durchschlagen. Bildnistalente passen eigentlich auch. Er hat Heilkunde Seele auf 6, was auch sehr gut ist, und Handel auf 8. Ja, ich würde sagen, das waren die Werte. Damit ist der Held aber immer noch nicht fertig. Denn, gehen wir mal ins Kapitel zurück. Wir haben noch Dinge auszurechnen und so weiter. Steigerungen vornehmen haben wir jetzt gerade gemacht. Jetzt kommt Kampftechniken berechnen. Wir haben Mut 13. Das ist ehrlich gesagt ein Punkt zu wenig. Ach, ich mache mal Mut 12, Mut 14 und Intuition 12 daraus. Kostet zwar weitere Karma-Punkte, aber was braucht man schon Karma-Punkte? Mut 14 heißt 8, 11, 14, 2 Punkte Bonus auf die Attacke. Gewandtheit 15 heißt 2 Punkte Bonus auf die Parade bei denen, die auf Gewandtheit gehen, und einer bei denen, die auf Körperkraft gehen. Die gehen aber alle auf Gewandtheit, deswegen jeweils 2 Punkte drauf. Also Dolche geht auf Gewandtheit, Raufen geht auf Gewandtheit oder Körperkraft und Schwerter geht auf Gewandtheit oder Körperkraft. Dementsprechend wähle ich dann mal die Gewandtheit und bin dann hier bei 12, 7, 12, 7, 14, 8. Also sozusagen 12 plus 2 sind 14, 12 durch 2 sind 6 plus 2 sind 8 und das gleiche hier oben. Wurfwaffen geht auf Fingerfertigkeit, die war glaube ich auf 9, da gibt es also keinen Bonus, damit ich einfach auf 10. Das war Kampftechniken. Sonderfertigkeiten aussuchen erst jetzt. Naja, haben wir schon gemacht. Letzte Anpassungen vornehmen, haben wir schon gemacht. Basiswerte berechnen. Das erste, was wir oben sehen, ist die Leiteigenschaft der Fexgeweihten, ist die Intuition. Das schreibe ich mir mal hier oben auf. Dann Lebensenergie. Grundwert plus doppelte Konstitution. Doppelte Konstitution sind 26, Grundwert ist 5, Lebensenergie 31, da kann man nicht meckern. Astralenergie haben wir nicht, Karma-Energie, die brauchen wir. Grundwert des Vorteils Geweihter ist 20 plus Leiteigenschaft der geweihten Tradition 12 macht 32 minus niedrige Karmalkraft 7 minus 7 sind 25. Fast so ein Halbgeweihter, aber das finde ich passt sehr gut bei dem Konzept. Seelenkraft. Mut plus Grit plus Intuition durch 6. Jetzt wird es kompliziert. Mut plus Grit plus Intuition sind die 3. Sind 14, 25, 37. 37 durch 6 ist 36 durch 6, ist 6 Stück. Minus 5 ist 1. Wird es auf- oder abgerundet? Das wird echt gerundet. Dann Zähigkeit. Konstitution plus Konstitution plus Körperkraft durch 6. Sind 39 durch 6, das sind diesmal aber 7, minus 5 sind 2. War ganz knapp 7. Hier in der Tabelle sieht man es auch nochmal, 39 bis 44 sind 7. Ausweichen ist Gewandtheit durch 2, da sind wir relativ gut drin, das ist 8. Ausweichen 8 heißt sogar, wir sind dann besser als in der Parade, oder? Wir haben Parade, naja, wir haben auch Parade 8. Das heißt aber, man kann in der Beschreibung immer so ein bisschen hin und her wählen, was man möchte, und es passt beides zu den Werten. Initiative Mut plus Gewandtheit durch 2 sind 14 plus 15 durch 2 sind 15. Geschwindigkeit 8 haben wir schon da stehen. Das war's, glaube ich. Schicksalspunkte 3. Die Chips. Ja, jetzt gibt es noch Ausrüstung. Wir haben 750 Silbertaler. Wir haben weder arm noch reich genommen. Und wir haben auch eine Tragkraft. Die müssen wir auch gleich mal ausrechnen. Die ist dann auch schon relevant. Dann irgendwie Startalter und Geburtsdatum und so. Das mache ich gleich. Erstmal die Ausrüstung. Dafür müssen wir von hinten einmal durchs Regelwerk durchgehen, denn das Ausrüstungskapitel ist ziemlich am Ende. Na, war es das schon?
Ah, nee, noch weiter vorne. Ja, hier. Und als allererstes mal unsere beiden Schwerter, oder besser gesagt Säbel. Und als echte Thulamiden nehmen wir natürlich zwei Kunstschummer. Kunstschummer kosten jeweils 210 Silbertaler. Das ist schon mal sehr viel Geld. Die Lederrüstung wird sich auch nochmal sehr viel kosten. Die haben aber dafür eine 6 plus 4 Trefferpunkte. Wir könnten noch was Billigeres nehmen, zum Beispiel ein Kurzschwert mit 1W6 plus 2. Das gibt es ja auch als Kurzsäbel oder ein Säbel. Aber nee, das passt dann auch nicht von der Kampfreichweite. Dann brauchen wir einen Dolch. Der dürfte relativ billig sein. Dolch kostet 45 Silbertaler. Fernkampfwaffen könnten wir gleich mal schauen, aber erstmal die Rüstung. Eine Lederrüstung kostet nämlich auch nochmal 150 Silbertaler. Damit sind wir jetzt schon bei 600, 180, 135 haben wir jetzt noch übrig. Das ist nicht mehr so viel. Deswegen mache ich erstmal keine Wurfwaffen. Wir können die mit Stein werfen oder die uns später noch besorgen. Erst einmal brauchen wir noch ein Reisepaket oder so. Das Reisepaket kostet 120 Silbertaler. Das passt doch ganz gut. Und dann noch 5 Silbertaler Handgeld. Wunderbar. Dann einmal die Liste abtippern, was wir alles mit haben, und dann zweifelt auch nochmal genauer aufschreiben. Und am besten auch gleich noch das Gewicht. Zwei 2,75 Steine für Ugo-Amulett und ein Fuchsstatuette. Und ein Türkis-Amulett und ein Haarsträhnen. Amulett, weil wir sind ja abergläubig, da brauchen wir so ein bisschen Tant. Dann Becher. Beil. Das Kletterseil ist, weil es so lang ist, ziemlich schwer. Beim Gewicht müssen wir am Ende nochmal schauen. Wir sind relativ kräftig, aber trotz allem können wir dann nicht mehr so viel mit uns mitschleppen. Wir haben aber auch nicht so viele zusätzliche Sachen, deswegen passt das. Und wir sind auch gleich durch, was die Liste angeht. Einen Wurfhaken, den brauchen wir eigentlich nicht. Ein Stein, 7 Silbertaler. Das verkaufen wir direkt wieder für 7 Silbertaler. Zunder brauchen wir aber. So, dann brauchen wir natürlich noch die Sachen von oben. Die zwei Kunstschummer und den Dolch und die Lederrüstung. Und da jeweils das Gewicht. Der Dolch wiegt 0,5. Die Kunstschummer wiegen jeweils 1,25, also zusammen 2,5. Ups. Und die Lederrüstung, die wiegt
Ein bisschen was, das ist aber egal, die tragen wir nämlich am Körper. Lederrüstung, 6 Stein. Und wo ich das gerade erwähnt habe, wir brauchen auch noch Kleidung. Da gab es doch hier, wenn ich mich nicht täusche, so Kleidungssets. Ja, genau, Kleidungspaket frei, 25 Silbertaler. Das ist schlecht. Wir haben nämlich noch 12. Müssen wir das überhaupt kaufen oder ist das irgendwo inklusive? Ich muss nochmal nachschauen, was man am Anfang alles hat, weil ich glaube, man startet auch mit irgendwas, denn wenn man arm wählt, als Nachteil kann es sein, dass man auf 0 Silbertaler kommt und dann nur mit der Kleidung am Leib startet. Und daher müsste die Kleidung am Leib umsonst sein. Aber scheint nicht so zu sein. Dann brauchen wir nochmal das Kleidungspaket. Das wiegt natürlich wieder nichts. Kostet aber 25 Silbertaler. Wo kriegen wir das Geld her? Wir brauchen keinen Dolch. Dann kriegen wir sogar noch 20 raus. Und haben damit auch unsere Ausrüstung. Dann sollten wir noch für unsere Ausrüstung die Werte aufschreiben, nämlich beim Kampfkapitel. Damit wir da auch Bescheid wissen. Kunstschuma. Da haben wir Rüstungsschutz 3 und Behinderung 0. Weil wir Belastung 0, weil wir Belastungsgewöhnung haben. Und mit dem Kunstschuma und Waffenlos müssen wir noch kämpfen können. Waffenlos haben wir 1 bis 6 Trefferpunkte plus 1 für jeden Punkt Gewandtheit über 14. Das heißt, wir haben 1 bis 6 plus 1 Trefferpunkte. Attacke Parade ist 12,7. Beim Kunstschuma hingegen muss ich nachgucken. Haben wir 1 wie 6 plus 4. Attacke und Parade plus minus 0. Sonst alles, also Reichweite mittel. Hier ist noch Reichweite kurz. Und dann haben wir 14,8. Beziehungsweise bei 2 Kunstschumann haben wir zwar 2 Attacken, aber wir haben nur noch 12,6, weil wir dann jeweils 2 von Attack und Parade abziehen müssen. Und ich glaube auch vom Ausweichen, das wäre noch eine interessante Frage. Denn sonst weichen wir da einfach immer aus. Da haben wir schon einen recht hohen Wert. Schauen wir mal. Rüstung, Umgebung, beidhändiger Kampf, da war es auch schon. Alle Verteidigungsangriffe sind erschwert, also auch ausweichend. Ja, damit haben wir auch da alle Werte. Und wir kommen noch zu den letzten Details der Hintergrundgeschichte, die wir hier auswürfeln müssen. Beziehungsweise teilweise haben wir sie ja schon festgelegt. Das Startalter. Da hatten wir auch eine Tabelle, genau. Ein erfahrener Mensch, 16 plus 1 W3. Ja, die Helden sind hier alle sehr jung. Ich würfle einfach mal gerade, dafür muss ich mir einen W6 holen. Ich würfle einfach mal im Kopf und würfle eine 2. Und bin dabei bei 18 Jahren. Dann Geburtsdatum im Travia. Und zwar im ersten Fünftel, sagen wir mal am dritten Travia. Götterwürfel, ja,
Brauchen wir hier nicht einen Namen festlegen. Ja, der Name ist das Letzte. Und bei dem Namen schaue ich einfach immer in irgendwelche Namenslisten und klaue irgendwas daraus. In diesem Fall gucke ich einfach mal ins Kapitel der Kulturen und schaue, ob ich da nicht irgendwas finde. Typische Namen, Asaf. Ich glaube, ich bin hier schon richtig. Asaf klingt doch schon mal gut. Und die Turbinen heißen immer Ibn irgendwas. Bin ich hier gerade bei Aranien gelandet. Andergast, ja, Aranien. Maraskan, das sieht nochmal nach Adestan aus. Und ein Ehrenname, der kämpferische Al-Ajan, das klingt doch schon gut. Al-Ajan. Und natürlich hat er trotzdem einen Vater, und zwar Ibn Shafir, wie der Kaiser Drache. Wunderbar. Damit haben wir unseren Fexgeweihten nach DSA-5-Regeln erstellt. Und müssen den dann nur noch einmal in vernünftigen Heldenbogen übertragen und natürlich auch nochmal nach den DSA 4-Regeln aufbauen. Das seht ihr dann im nächsten Video. In diesem Sinne, bis bald, euer Nick Hack.